Ich fange einfach an zu reden und beginne jetzt. Am 8. Mai 1823 schreibt Franz Schubert sein Gedicht »Mein Gebet«. Darin heißen die ersten vier Zeilen: »Tiefer Sehnsucht, heil'ges Bangen, will in schönere Welten langen, möchte füllen dunklen Raum mit allmächt'gem Liebestraum.« Und ich finde, dass diese vier Zeilen wahnsinnig gut unsere aktuelle Zeit beschreiben und darf Sie recht herzlich zu unserer Online-Pressekonferenz begrüßen. Zuallererst die Journalistinnen und Journalisten und auch die Förderer im Verborgenen. Und vier Menschen sind auf dem Bildschirm zu sehen, nacheinander oder gleichzeitig, je nach Einstellung. Und ich begrüße ganz herzlich Bettina Brinker, unsere stellvertretende Vorsitzende, die auch ihre Fragen, so wie ich es verstanden habe, sammeln wird und ordnen wird. Ich freue mich sehr, dass der Minister für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen, Herr Björn Thümler, bei uns ist, und begrüße auch unseren Vorsitzenden, Dr. Christian Streeck. Nach einseitigen Auseinandersetzungen im Vorfeld des 2020er-Festivals und danach folgenden sehr guten, intensiven, positiven, unterstützenden und auch wegweisenden Gesprächen mit Herrn Thümler freue ich mich wirklich sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben, und übergebe Ihnen am Anfang jetzt sehr gern das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Wille, liebe Frau Brinker, lieber Herr Streeck, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann in diesem Format. Das ist ja für uns immer noch ein bisschen schwierig, weil man ja gewöhnt ist, eigentlich mehr vor Menschen und mit Menschen zu reden, als in einen Bildschirm zu schauen und dann aufzugreifen, was könnte der eine oder andere jetzt gerade denken über das, was man da eigentlich sagt. Und da man auf einem Bildschirm eben auch nur begrenzte Menschen sehen kann, kriegt man eigentlich kein gutes Gefühl dafür, wie das geht. Aber wem sage ich das? Das geht leider den Künstlerinnen und Künstlern und vielen anderen Menschen ja eben auch schon seit einem Jahr mindestens so, mit leichten Erleichterungen im letzten Sommer und im letzten Herbst. Und deswegen freue ich mich, dass wir die 76-jährige Tradition der Hitzacker Kammerfestspiele jetzt auch in diesem Jahr fortsetzen können. Und Herr Wille, das muss ich an der Stelle sagen, es ist natürlich eben Ihrer Hartnäckigkeit auch zu verdanken gewesen, dass es im letzten Jahr stattfinden konnte. Aber wir haben uns nie gestritten, sondern wir haben um Lösungen gerungen und am Ende, glaube ich, auch für die Durchführung eine ganz gute Performance gefunden. Zumindest war das ja die Rückmeldung, die gekommen ist. Über das ausgesprochen hohe künstlerische Format und die Qualität der Hitzacker Musiktage brauchen wir uns hier, glaube ich, auch nicht auszutauschen. Genauso wenig wie das offene und niederschwellige Format, das Sie versuchen anzubieten, dass Sie Kultur in den ländlichen Raum hineintragen und damit eben vielen Menschen die Möglichkeit geben, an etwas teilzuhaben, was sie sonst nur in Kaufnahme von weiten Wegen hätten. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass auch in diesem Jahr das wieder geplant wird. Eins möchte ich gleich herausgreifen, das ist der Festivalchor, weil ich finde, dass das eine sehr gelungene Möglichkeit ist, Menschen einzubinden, auch wenn das Singen im Moment ja leider gar nicht möglich ist. Und wir wissen aus der Aerosolforschung, dass es eben auch schwierig ist. Hoffe ich aber, dass wir zumindest auch in diesem Jahr damit doch machen können, weil ich glaube, Singen ist das wirklich Befreiendste, was man machen kann. Und damit auch das Konzentrierteste, was Menschen zusammen erleben können. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn das geht. Auf der anderen Seite lassen Sie Neues zu. Also Sie verbinden Altes mit Neuem und das immer in einem wirklich hohen Qualitätsniveau. Ich weise da auf die elektroakustischen Installationen von Clemens von Reusner hin, die sicherlich, also eine Herausforderung sind, aber ich glaube, eine interessante, und von daher finde ich das auch ein gelungenes Miteinander von Alten und Neuen und in der Verbindung eben auch ein Kunst- und Kulturgenuss. Ich hatte es schon gesagt, Sie haben es oder schaffen es immer wieder, und das seit Jahren, Kultur im ländlichen Raum als Prägendes zu setzen, und damit reihen Sie sich
Oder nein, anders, sie geben Beispiele für andere, die das nämlich sozusagen nachmachen. So rum ist es richtig. Und das freut mich umso mehr, weil damit eben auch Niedersachsen einen ja, wirklich leuchtenden Stern am Kulturhimmel oder einen weiteren leuchtenden Kulturstern am Himmel hat. Wir wollen ja hier auch keinen ausschließen. Letzte Bemerkung, Sie wissen, dass also alle selber aus eigener Erfahrung, die gerade die Künstlerinnen und Künstler unter den Einschränkungen wirklich zu leiden haben. Die Möglichkeiten, dort zu helfen, sind nach wie vor begrenzt. Ich will jetzt gar nicht über die Hilfen 3 und 2 und überhaupt reden, weil das könnte auch einen den Tag dann nicht unbedingt nur verschönern. Also die Probleme sind uns alle bekannt. Gleichwohl will ich für die Festivalszene an dieser Stelle festhalten, dass wir für die Jahre 2022 bis 2024 jetzt eine Konzeptionsförderung ausschreiben werden, um eben die herausragenden niedersächsischen Festivals mit einer mehrjährigen Planungssicherheit auszustatten. Das machen wir auch bewusst vor dem Hintergrund. Sie wissen, die Zeiten werden möglicherweise etwas schwieriger. Wir wollen aber bewusst, dass eben auch die Festivalszene in Niedersachsen darunter nicht zu leiden hat. Und deswegen werden wir das in diesen Tagen noch auf den Weg bringen. Und ich gehe davon aus, dass Sie sich da natürlich bewerben werden und auch große Chance haben, erfolgreich zu sein, weil das ist wichtig. Sie wissen das, dass ich immer der Auffassung war, dass Kultur zur Demokratiebildung beiträgt und auch als systemrelevant gilt. Auch wenn es nur Worte sind, glaube ich, müssen wir die noch viel stärker nach draußen tragen, damit das eben noch mehr Menschen auch verstehen, warum es so wichtig ist, dass es kulturelle Angebote gibt und die auch nicht nur von der Platte kommen, sondern auch in echt vorgetragen werden, damit Menschen sich wirklich damit auseinandersetzen können. Vielen Dank und Ihnen viel Erfolg. Sie müssten den Ton anschalten, Herr Wille. Vielen Dank, Herr Minister Thümler, auch für diesen Hinweis. Ja, für uns ist es alles noch eine Probe, vor allen Dingen jetzt auch dieses Format der Online-Pressekonferenz. Ich möchte natürlich ein paar Worte über die Idee und über das Programm 2021 verlieren. Im Nachhinein visionär scheint mir unser Programm 2018 zu sein, in dem erstmals in Hitzacker ein Komponist im Vordergrund stand. Es war damals Beethoven, Ausrufezeichen, so hieß das Motto. Und wie schön, dass wir das in aller Ausführlichkeit feiern konnten, diesen Erfinder, diesen Menschen und Komponisten, der aufbricht, der vielleicht wie niemand vor ihm uns Menschen in Töne fassen konnte. Und ich saß damals im Publikum und dachte, das funktioniert wahnsinnig gut, hier so ein Kaleidoskop aufzumachen von einem dieser großartigen Komponisten. Und wenn man das noch einmal weiterführen würde und einen anderen Komponisten in den Vordergrund stellen könnte, wer sollte das sein? Und da war eigentlich sofort klar, mir als großen Schubert-Liebhaber, dass es Franz Schubert sein muss. Und so heißt unser Thema 2021 Schubert jetzt mit Ausrufezeichen. Diese besondere Klangwelt, die für Schubert auch oft eine Flucht aus der nackten Realität war, in eine bessere Welt, in schönere Welten, in andere Welten, das passt 2021 wahnsinnig gut. War schon länger geplant und ich bin ganz froh, dass wir dieses Motto jetzt so mit Leben erfüllen können. Ein Komponist, der uns in andere Atmosphären, in die Welt der Melancholie wie niemand anderes trifft, aber er ist auch jemand, der wirklich ganz viele menschliche Seiten auf sehr besondere Weise anspricht und anstreicht, anzupft, ansingt. Der Komponist der 1000 Lieder, für mich eine ähnliche Begabung wie Mozart, also etwas, was man eigentlich gar nicht verstehen kann. Warum schreibt dieser Komponist, der quasi keine Öffentlichkeit hatte und doch jeden Tag um 6 Uhr morgens aufstand und sich an den Schreibtisch setzte, um zu komponieren? Teilweise ohne Klavier, wirklich in seiner inneren Welt etwas mit ungeheurer Begabung und auch riesige Architekturen, denkt man an die 9. Sinfonie oder das Streichquintett, die späten Quartette und Klaviersonaten,
dort etwas zustande brachte, was sehr, sehr außergewöhnlich ist. Als Interpret geht es mir immer so, dass ich finde, die Aufführung gelingen am besten, wenn man Zuhören einfach zulässt. Wenn man also nicht nach außen spielt, nicht in einem großen Saal spielt, sondern wenn man eher das Gefühl hat, das Publikum darf dabei sein, wenn man sich auf diese Reise in die Zeit, in eine besondere Zeit begibt. Nachdem wir aus der Not geboren im letzten Jahr die Sitzordnung in Hitzacker umgestellt hatten und die Bühne jetzt zentral ist und uns das allen so gut gefallen hat, dass wir es unbedingt beibehalten wollen, passt auch hier wieder die Musik von Schubert, indem man nämlich nah dran ist, mit Abstand rundherum um die Interpreten, wahnsinnig gut. Ich habe also Künstlerinnen und Künstler eingeladen, von denen ich überzeugt bin, dass sie sich auf besondere Art und Weise mit dem Komponisten Schubert auseinandersetzen. Um nur einige zu nennen: Christian Tetzlaff, Lars Vogt, Mischa Maisky, Andras Schiff, Antje Weithas, Volker Jakobsen, Maximilian Hornung, Nicola Jürgensen, Stefan Schweigert, Thielmann Höfs. Die Letzteren werden sich zum Schubert-Oktett zusammentun. Dann auch das Aurin-Quartett, also Ensembles spielen natürlich in Hitzacker eine Rolle. Das Aurin-Quartett, was sich auch von den Konzertbühnen verabschieden wird und eines seiner letzten Konzerte spielen wird in Hitzacker. Und sie waren früher sehr oft Gast. Das junge Busch-Trio, das Trio Gaspar und natürlich auch mein eigenes Kuss-Quartett werden dabei sein. Sie werden unterschiedliche Werke, Sie sehen das in dieser Präsentation eingeblendet, die Schubert-Werke, die vorkommen, spielen. Und natürlich kann Hitzacker nicht einfach nur einen Komponisten feiern, der 200 Jahre bald tot ist, sondern es geht auch immer um Aktuelles, um neue Musik, aber auch um ganz eigene Sichtweisen. Und dieses Jetzt, was da so in Großbuchstaben im Motto steht, ist etwas, was ich jedem Eingeladenen mit auf den Weg gegeben habe und gefragt habe: Was ist denn jetzt euer Jetzt? Sind das Programme, die ihr schon längst in der Schublade habt, die ihr unbedingt mit Leben erfüllen wollt? Sind es aktuelle Werke, die euch gewidmet sind, die ihr unbedingt spielen wollt? Oder sind es neue Erfindungen, die vielleicht in dieser gruseligen Stille entstanden sind und die jetzt das Licht der Öffentlichkeit brauchen? So werden Werke auch wieder hier eingeblendet, gespielt. Wir fangen an gleich mit einer ungewöhnlichen Sache, nämlich mit der Kompanie Nico and the Navigators in Verbindung mit meinem Quartett. Die haben vor 3 Jahren ein Schubert-Staged-Konzert entwickelt, was wir jetzt wieder gemeinsam weiterentwickeln. Da geht es um Fremde und um Zuhause und Nicht-Zuhause-Sein mit Auszügen aus der Winterreise und anderen Liedern. Wir werden mit dem Kussquartett eine Uraufführung spielen können von der Komponistin Iris Terschiphorst und haben uns gedacht, wir machen mal eine Verbindung, die ganz außergewöhnlich ist, nämlich mit Blockflöte. Maurice Steger wird nach Hitzacker kommen und sowohl einen eigenen Abend spielen, als auch mit uns diese Uraufführung gestalten, in Verbindung mit einem Schubert-Werk. Ich freue mich sehr, dass Mischa Maisky nach Hitzacker kommt und auch mit uns das große Schubert-Quintett spielen wird. Ich habe natürlich wieder einige junge Leute eingeladen. Andras Schiff, der seit Jahren vorbildhaft sich um junge Pianistinnen und Pianisten kümmern in seinem Programm Building Bridges. Ihn habe ich gebeten, 2 Pianistinnen zu nominieren, Natalia Mielstein und Nicolas Namoratze. Wird das sein, die werden zu uns kommen und wir werden einen ganzen Tag 3 Schubertiaden feiern, indem wir Young Schubert, haben wir das genannt, junge Leute, die 2 Gesangsduos sind, das eine davon hat den Wettbewerb Schubert und die Moderne gewonnen in Graz. Eigentlich sollte der aktuelle Preisträger in Hitzacker zu hören sein, der Wettbewerb fällt leider aus. Und so griff ich also in die Schublade von deren tollen Preisträgerinnen und Preisträgern und wir haben das Duo Mikhail Timoschenko und Eliza Deseva genauso eingeladen wie Mascha Julin und Ekaterina
Chaika Rubinstein, die in Hannover sogar studieren und auch große Preisträger sind und zu uns kommen werden. Herr Thümler hat es schon gesagt, wir können natürlich nicht ohne Experimente. 2019 hat Clemens von Reusner sehr beeindruckend eine Elektroinstallation über die Elbe gemacht, damals in Dömitz, in dem alten Kulturkaufhaus, in dem alten Kaufhaus. So habe ich ihn gebeten, jetzt wieder mit seinen Mikrofonen auf Wanderung zu gehen. Und er wird irgendwo in Hitzacker, den Ort werden wir noch bestimmen, dann sich mit der letzten Klaviersonate von Schubert auseinandersetzen und diese, ich weiß gar nicht, ob sie erkennbar sein wird, aber diese umwandeln in elektroakustische Phänomene. Dazu wird dann diese Sonate auch live erklingen. Im letzten Jahr ist uns zu Ohren gekommen, dass morgens viele Leute im Hotel sich die Programmhefte vorlesen. Und ich fand das so eine rührende Angelegenheit, dass wir uns entschieden haben, daraus ein Programm zu machen. Wir haben also vor, einen Hörgarten zu entwickeln, wo einmal pro Tag verschiedene Dinge professionell aufgenommen zu hören sein wird in dieser fantastischen Umgebung, in der wir in Hitzacker sind. Man kann also die Seele baumeln lassen und sich auf den Tag vorbereiten. Ich habe einige wie Eleonore Bühning, Michael Stegemann und auch Christian Streeck gebeten, Texte einzusprechen, Podcasts zu machen über Mein Schubert, wo wir dann ganz verschiedene Sichtweisen erfahren werden. Und diese werden wir auch schon im Vorfeld auf der Website und in den sozialen Netzwerken unterbringen. Genauso wie die Idee, das hat letztes Jahr mit Kurzvideos wahnsinnig gut geklappt. Wir wollen diesmal alle Künstlerinnen und Künstler fragen, kurze Programmbeschreibung, nicht länger als anderthalb, zwei Minuten, das Wichtigste in ihrer Denkweise über ihren Schubert und jetzt Abend einzusprechen. Und diese Videos werden dann auch im Vorfeld auf unser Festival vorbereiten. Vielleicht nenne ich noch Abel Selauce, der dafür steht, Grenzen zu überschreiten. Er ist jemand, der im World Musik und Jazz zu Hause ist. Er wird sich unter die Young Schuberts mischen und auch einen eigenen Jazzabend machen. Das ist in der Gegend um Hitzacker sehr beliebt. Da kommen teilweise Menschen, die sonst nicht zum Festival kommen, sodass auch dort wieder unsere Arme, Ohren und ja, unser ganzes Festival offen ist für alle Besucher, die zu unserem Festival kommen wollen. Und sicher ist für jeden etwas dabei. Herr Thümler hat den Chor schon genannt. Das ist auch etwas, was Christian Streeck sehr gern immer nach vorne bringt aus diesem großen Chor. Es waren vorletztes Jahr bis zu 200 Mitgliedern, entstand dann ja auch ein kleiner Kammerchor. Dazu wird er vielleicht noch etwas dann sagen, wenn es darum geht, wie wir dann jetzt in diesen unsicheren Zeiten überhaupt damit rechnen, ein Festival unserer Art stattfinden zu lassen. Nach dem Kampf des letzten Jahres und den großen Möglichkeiten, die wir letztendlich haben, liegt die Latte natürlich sehr hoch und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass wir tatsächlich stattfinden und übergebe jetzt vielleicht das Wort an Dr. Christian Streeck. Ja, vielen Dank, Oliver. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, wenn ich mir das anhöre von dir, von deinem ganzen Konzept. Da kann man wirklich als Trägerverein voll dahinter stehen und das macht wirklich Freude daran, mitzuarbeiten, das irgendwie realisieren zu können. Natürlich kann man sich vorstellen, dass wir jetzt in einer sehr speziellen Situation sind und wir haben den Ticketverkauf für unsere Mitglieder schon gestartet. Und zwar in erster Linie die größeren Ticketpakete, das Abonnement für die Abendkonzerte im Verdo und die Festivalcard, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut, die also das für das ganze Festival Zugang verschafft. Wir müssen aber irgendwie ja planen können. Und das ist im Moment ein bisschen das Problem. Wir steuern ganz bewusst auf die Version einer Schachbrettversion zu. Wir wollen versuchen, den Studien folgend, vom Fraunhofer Institut zum Beispiel, den Studien folgend, diese Sache umzusetzen, die
lufttechnischen Gegebenheiten in Itzhaka im Verdo sind ganz wunderbar dafür. Und wir müssen ja irgendeinen Plan haben, den wir dann auch, wo wir dann die Leute auch platzieren können. Das ist im Moment unser großes Ziel, dafür eben auch die Planungssicherheit in der Politik zu erreichen. Und ich weiß, wie schwierig das im Moment alles ist. Und wir steuern dabei jetzt erstmal darauf hin, weil wir da guter Dinge sind, dass wir im Sommer, Anfang August tatsächlich durch die wärmere Jahreszeit und durch die bereits fortgeschrittenen Impfungen und so weiter eine Situation vorfinden, wo wir das gut durchführen können. Wir müssen also noch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Verkauf von Einzeltickets. Wir werden die jetzt durchaus sammeln, die Wünsche. Aber wir müssen natürlich sehen, welche Kapazitäten haben wir. Und wenn es sich abzeichnet, dass für bestimmte Konzerte besonders viel Nachfrage ist, dann können wir auch immer noch überlegen, und das würde uns auch finanziell sehr helfen und absichern, diese Konzerte zu doppeln. Das wird aber in diesem Jahr nicht ganz so geschmeidig gelingen können, wie das im Vorjahr der Fall war, weil das Programm, das ja jetzt auch schon 2 Jahre geplant ist, das nicht an allen Ecken und Enden so hergibt. Insofern sind wir sehr darauf angewiesen, tatsächlich unbedingt diese Schachbrettlösung genehmigt zu bekommen. Und das wird jetzt die kulturpolitische Arbeit im Hintergrund der nächsten Monate sein. Herr Thümler hat schon auf den Chor verwiesen, und das ist auch völlig richtig. Das ist immer noch eine der Grundideen dieses Festivals, tatsächlich sich mit einzubringen in das Ganze, nicht nur als aktiver Hörer, sondern tatsächlich auch möglicherweise, indem man Kammermusikunterricht nimmt bei Festivalkünstlern oder dass man in dem Chor mitsingt. Und man kann sich denken, wie unsicher im Moment die Situation ist. Wir hoffen sehr darauf, dass das irgendwie stattfinden kann, und wir müssen dann sehen, in welchen Räumlichkeiten. Das ist alles im Fluss. Deswegen sind auch auf unserer Homepage und in den Veröffentlichungen auch die Konzerte im Moment nur mit abends oder nachmittags oder vormittags näher bezeichnet für die Anfangszeiten, denn wir müssen halt gucken, wann können wir was platzieren, wann können wir was doppeln und wann erhalten wir so viel Planungssicherheit, dass wir tatsächlich konkret werden können. Die Homepage www.musiktage-hitzacker.de ist das zentrale Organ der Verkündung in den nächsten Monaten. Da können wir am flexibelsten sein und da können wir alles genau immer präziser fassen. Dann gebe ich jetzt das Wort an meine Kollegin Bettina Brinker. Genau, unsere Gesamtausgaben liegen ungefähr bei 450.000 Euro. Fast 45% davon sollen durch Eigenmittel, wie zum Beispiel Ticketerlöse oder Anzeigen oder auch die Rücklagen des Trägervereins, erbracht werden. Und nach wie vor diese 45%, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, das ist im Vergleich mit anderen Festivals wirklich eine ungewöhnliche Quote. Die andere gute zweite Hälfte des Gesamtbudgets ist zum Teil durch öffentliche Mittel, wie durch das Kulturministerium, erbracht. Vielen Dank, Herr Minister. Dazu gehören aber auch noch die Musikförderung in Niedersachsen oder der Landkreis Lüchow-Dannenberg. Dadurch ist das eben abgesichert. Einen noch höheren Anteil haben daran zahlreiche Stiftungen und Non-Profit-Organisationen. Allen voran die Anja-Fichte-Stiftung, die Stiftung Niedersachsen, die Niedersächsische Sparkassenstiftung, die Zeit-Stiftung oder der Lüneburgische Landesverband. Und Christian Streeck, ich übergebe das Wort wieder, wird noch etwas über die Sponsoren erzählen. Genau. Da sind wir beim Plural schon eigentlich einen Schritt zu weit, weil Sponsoren zu finden in der Gegend, Herr Thümler hatte schon gesprochen, das ist eine exterritoriale Gegend ohne Industrie oder sowas, ist tatsächlich da sehr, sehr schwierig. Die Erfahrung machen wir immer wieder, weil es tatsächlich keine großen Player vor Ort gibt, die man ansprechen könnte. Und wir haben aber das große Glück, einen Sponsor zu haben, nämlich Toto Lotto Niedersachsen. Und wir haben auf der anderen Seite einen wesentlichen Faktor, und das sind unsere Medienpartner, die uns sehr stark und intensiv begleiten. Der NDR
ist jedes Jahr mit einem Übertragungswagen da, macht mehrere Aufnahmen, Mitschnitte und kooperiert auch mit dem Deutschlandradio. Und so haben wir auch über die EBU, also auch europaweit, immer die sommerlichen Musiktage Hitzacker im Fokus der interessierten Hörer. Und das ist von enormem Wert und die Zusammenarbeit läuft wirklich ganz wunderbar. Bettina. Ja, bist du fertig, Christian? Entschuldigung. Ja, ich bin fertig. Ja. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, eine Übersicht all unserer Förderer ist auf unserer Website zu sehen, www.musiktage-hitzacker.de und dort natürlich auch das eben von Oliver Wille vorgestellte Programm. Und jetzt würden wir ganz gerne die Fragerunde eröffnen. Gibt es Fragen aus unserem zugeschalteten Publikumskreis? Momentan hat noch niemand was in Fragen und Antworten geschrieben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie ein paar Fragen haben. Ah, da sehe ich eine Frage. Moment. Andreas Guballa fragt, wie viele Besucher kommen durchschnittlich? Möchtest du das beantworten, Christian? Ja, genau. Also wir rechnen immer so mit dem Optimum von ungefähr 10.000 Tickets, die wir verkaufen. Und wir haben ja einen Stamm von 430 Mitgliedern insgesamt, die auch von denen einige dann auch eben ein Abonnement oder sogar die Festivalcard buchen. Und wir haben im vergangenen Jahr, wo wir ja nun sehr starke Einbußen bei der Kapazität hatten, wo wir also nur gut 150 Leute im Verdo platzieren durften, haben wir es immerhin durch Aktionen draußen und durch Doppelungen von Konzerten dann noch geschafft, dass wir auf 6.000 verkaufte Tickets gekommen sind in diesen neuen Festivaltagen. Wir haben noch eine weitere Frage von Hans-Martin Koch aus Lüneburg. Die Frage ist, gibt es eine Kooperation mit der Leuphana? Ja, da antworte ich vielleicht auch direkt drauf. Das gibt es in der Tat tatsächlich und die haben wir auch gerade im vergangenen Sommer erfreulicherweise erneuert und nochmal einen neuen Vertrag gemacht. Es ist so, dass wir in jedem Jahr aus dem Kreis unserer Mitglieder und Teammitglieder und so weiter ein Seminar an der Leuphana Universität anbieten und aus diesem Leuphana Seminar über Musikmanagement und Musikvereine und Veranstaltungen heraus wird dann auch unser Team in einigen Teilen besetzt. Es sind also immer etliche Studentinnen von der Leuphana Universität, die bei uns das Organisationsteam bilden und da dann nach der Theorie in den Unikursen dann die Praxis vor Ort lernen. Und das funktioniert ganz wunderbar und ist eine schöne Sache. In Zukunft gucken wir noch, ob wir möglicherweise auch mal Ensembles also Musikensembles von der Leuphana einbinden können. Das war jetzt aber tatsächlich schwierig durch die Situation. Im vergangenen Sommer ging es gar nicht. Und ob das in diesem Jahr gelingen wird, ist auch noch nicht klar. Auch das wieder eine Frage, wie ist es mit den Chören, dürfen die teilnehmen und so weiter. Jetzt habe ich zwei Fragen an Sie, Herr Minister, von Markus Stäbler. Er fragt für NDR Kultur. Erstens, wie sicher sind Sie, dass die sommerlichen Musiktage 2021 stattfinden? Sie haben nämlich eben genickt, als Christian Streeck von Schachbrettmuster gesprochen hat. Genau, also nach menschlichem Ermessen würde ich davon ausgehen, dass die sommerlichen Musiktage stattfinden können. In welcher Form, das wird man dann sehen. Also das heißt, sind wir wieder bei der Einschränkung vom letzten Jahr oder geht es eben auch anders? Das hängt im Wesentlichen davon ab, erstens, wie der Impffortschritt sein wird und zweitens von Inzidenzwerten, die wir zu dem Zeitpunkt haben.
und eben auf den weiteren Beratungsfortgang, der zwischen dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin erzielt wird. Aber wie gesagt, Juli ist noch lange hin und von daher gehe ich mal davon aus, dass es funktionieren wird. Und dann eben die zweite Frage von Markus Stäbler. Mit welchen konkreten Öffnungsperspektiven können Sie den Kulturveranstaltern in Niedersachsen derzeit Mut machen? Naja, also wir haben ja zumindest jetzt erreicht, dass wir einen Gleichklang in den Öffnungsszenarien haben zwischen unterschiedlichen Bereichen. Das heißt also, Wirtschaft, Kultur ist gleich behandelt. Wir haben das auf die Inzidenzwerte bezogen. Die sollen nach dem neuesten Stand eben jetzt bei 35 liegen, um zu einer Wiedereröffnung zu kommen. Wie wir Stand heute wissen, liegt Niedersachsen leicht überhalb des Bundesdurchschnitts, was damit zusammenhängt, dass wir in einigen Gebieten eine sehr hohe Inzidenz haben, die auf lokale Ereignisse zurückzuführen sind. Und man wird ja natürlich überlegen müssen, bremsen jetzt diese lokalen Ereignisse ein Wiederanfahren in bestimmten anderen Bereichen oder nicht? Und das ist ein Diskussionsstand, der kommt. Aber ich gehe davon aus, dass die Zahlen weiter runtergehen werden, dass der Impffortschritt auch dazu beitragen wird und dass die Perspektive ist, dass eben auch Kulturveranstaltungen dann wieder stattfinden. Ich würde mal sagen, vom Zeitraum her Richtung nach Ostern. Dann an Oliver vielleicht noch ein paar Worte zu Open-Air-Veranstaltungen sind gewünscht. Ja, das kann ich gern machen, wollte ich sowieso noch machen. Wir hatten ja im letzten Jahr diese Reihe, die tatsächlich ganz draußen stattfand, immer um 17 Uhr. Das machen wir diesmal nicht, weil das auch vom Wetter her wahnsinnig schwer planbar ist. Dennoch ist natürlich die Gegend wahnsinnig toll. Ich sprach schon von der Installation, von der elektroakustischen Installation von Clemens von Reusner, die wird einmal im Zusammenhang mit dem Schubertwerk im Saal stattfinden und vorher auch möglicherweise auf dem Weinberg oder an einem anderen noch zu wählenden Ort. Weiterhin versuchen wir immer wieder Neuland zu betreten und ich habe einen Programmpunkt am Nachmittag fast täglich eingebracht, das ich Intervention genannt habe. Und dort wird es musikalische Überraschungen geben mit Künstlerinnen und Künstlern, die vor Ort sind. Und da denken wir uns ein paar Sachen aus. Wenn ich das jetzt schon verrate, sind es keine Überraschungen mehr. Wir werden aber auch versuchen, tatsächlich musikalisch aktive junge Leute, die in der Region in Musikschulen oder sogar ein Musikstudium absolvieren, diesmal zu Gehör kommen zu lassen. Ich bin da in Verbindung mit manchen, die mich im letzten Jahr angesprochen haben, denen ich gern eine Bühne geben möchte. Und es wird auch ein paar Gespräche geben, zum Beispiel den Festivalausblick mit am Anfang. Also wir werden das Open-Air-Areal auf verschiedene Art und Weise neben dem angesprochenen Hörgarten wieder nutzen. Wir hatten noch weitere Fragen zum Thema Open-Air. Ich denke und hoffe, dass Professor Wille das damit beantwortet hat. Cornelia Engelhardt von Crescendo fragt, gibt es Überlegungen darüber, die Musiktage auch in den digitalen Raum zu legen? Also zum Beispiel als Ergänzung oder aber auch für den Notfall? Christian, willst du? Ja, in der Tat gibt es diese Überlegung ansatzweise, aber tatsächlich, wir glauben ja sehr stark daran, dass wir wirklich stattfinden können. Wir haben aber Gespräche aufgenommen, tatsächlich mit Institutionen, die sich im Moment um Streaming kümmern und wo es darum gehen kann, möglicherweise einzelne Veranstaltungen im Netz auch anzubieten, auch mit Ticketing hinterlegt, also keine freien Streaming-Geschichten, denn wir sind uns, glaube ich, alle ziemlich einig, dass es eine problematische Entwicklung ist, hohes Niveau mit Kunst frei im Netz anzubieten. Wenn, dann wäre das also tatsächlich eine Art Parallelkonzertsaal auf digitaler Ebene. Und das ist natürlich mit erheblichen Kosten verbunden. Und das muss man gucken, wie sich das alles rechnet und wie sich das technisch umsetzen lässt. Wir sind da aber dabei, das zu überlegen zumindest.
Ich kann vielleicht noch was dazu sagen, ja. Tina. Die eine Sache, die vielleicht interessant ist, ist tatsächlich diese Streaming-Geschichte, wo wir der Sache einigermaßen kritisch gegenüberstehen, sie trotzdem nicht außer Acht lassen. Was mich aber tatsächlich umtreibt, ist Kunst im digitalen Raum. Und da haben wir jetzt schon einige Sachen angestoßen, die wir noch nicht bekannt geben können, weil sie noch nicht zu Ende finanziert sind. Uns interessiert tatsächlich das Experiment zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz versus menschliche Intuition. Wir haben eine Idee, etwas im virtuellen Raum zu machen, aber mit Publikum, und hoffen, dass wir eine Sache umgesetzt bekommen. Ich bin auch mit der Leuphana in Kontakt über einen Verbundantrag der Hochschulen, über eine Entwicklung. Kurzum, mich interessiert, was kann Digitalität bewirken, aber nur solange sie künstlerisch ist und unser Bewusstsein erweitert und nicht nur als Darstellung von etwas, was eigentlich im Erleben von jetzt und mit Menschen zu tun hat. Thomas Jansen von der Elbe-Jitzel-Zeitung fragt auch noch, gibt es eine Deadline, wann entschieden wird, ob und in welchem Umfang das Festival stattfinden wird? Die Deadline gibt es im Moment noch nicht. Wir waren ja auch im vorigen Jahr langmütig und mutig. Die wirkliche Entscheidung ist ja tatsächlich im letzten Jahr auch erst im Juni gefallen. Und ich denke, realistisch ist es so, dass man tatsächlich ungefähr einen Monat vor Beginn des Festivals dann definitiv sagen muss, wir können jetzt das und das endgültig leisten oder eben nicht leisten. Insofern haben wir jetzt noch eine ganze Zeit an Luft, aber es wäre natürlich für den gesamten Verkaufsablauf und so weiter schon sehr wichtig, dass wir so früh wie möglich wirklich definitiv wissen, wie es weitergeht. So, und dann bis jetzt die letzte Frage von Norma Denecke vom Generalanzeiger Lüchow. Was wird in diesem Jahr leichter sein als 2020? Welche Veränderungen werden nach Corona bleiben? Das sind die zwei Fragen. Kann ich vielleicht anfangen? Eine Sache, die nach Corona für uns bleibt, habe ich schon beschrieben. Wir fanden die Sitzordnung, die Anordnung der Plätze in dem ja frei zu bestuhlenden Verdo-Konzertsaal wahnsinnig toll, auch akustisch, und werden uns bemühen, einen Saalplan genehmigt zu bekommen, der das ermöglicht, dass die Bühne tatsächlich in der Mitte des Saals ist und wir uns drumherum platzieren und zum Beispiel die ehemalige oder die eigentliche Bühne ein Rang ist. Was leichter sein wird, ja, für uns war ja natürlich letztes Jahr alles sehr knapp. Wir haben erst einen Monat vorher eigentlich gesagt, okay, wir machen es. Und es mussten sehr viele vertrauensbildende Maßnahmen ergriffen werden, vor allen Dingen auch vor Ort. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir überzeugend waren, dass wir niemanden gefährden würden, dass wir wirklich die höchsten Sicherheitsstandards, mehr als damals schon zulässig war, eigentlich natürlich für die Gesundheit treffen, sodass ich hoffe, dass weniger Unsicherheit, weniger Angst und somit auch weniger Widerstand zukünftig auf uns zukommen wird. Das waren die Fragen. Ich sehe jetzt, genau, das waren die Fragen. Es ist auch keine neue Frage mehr reingekommen. Dann kurz vor Ende habe ich mir noch drei Fragen ausgedacht, die ich abwechselnd in die Runde gern stellen möchte, um dieses Format auch anders zu nutzen. Herr Thümler, was ist Ihre größte kulturelle Sehnsucht im Moment? Oh, endlich wieder Live-Konzert zu hören. Also beispielsweise, weil ich das gerade mal zur Vorbereitung angeguckt habe, würde ich mir sehr gerne Mendelssohns Hybriden-Ouvertüre oder die schottische Symphonie im Live wieder anhören. Wunderbar. Bettina, hast du einen Lieblings-Schubert?
Ich habe einen Lieblingsschubert. Eigentlich sind es anderthalb, würde ich sagen. Also wenn du mich als Cellistin fragst, auf jeden Fall die Arpeggione-Sonate. Und da freue ich mich schon auch aufs Festival. Aber mein geheimes Lieblingsstück ist der posthum veröffentlichte Adagio-Satz in dem S-Dur. Ja, ist ja nur ein Satz. Adagio-Satz, Opus 148, Deutschfasszeichen ist 897 für Klaviertrio-Besetzung. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber wer es nicht kennt, unbedingt anhören. Und Christian, wenn ich dich auch mal lassen würde, nein, manchmal, wir stimmen uns ja wirklich immer sehr gut ab, und du hättest die Aufgabe, ein Programm zu kuratieren, was wäre dein Jetzt? Ja, mein Jetzt, ich hab eine besondere Leidenschaft für Arnold Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen, die er in Wien gemacht hat. Und da hat er immer wieder versucht, ganz große Symphonik auf Kammermusikformat runterzumändeln, will ich mal sagen. Und dieses Format finde ich unheimlich spannend. Jetzt nicht im Stile dann von Schönbergs Zeit, sondern im Stile unserer Zeit, zum Beispiel eben die Unvollendete oder sowas, in unser typisch hitzackerianisches Kammermusikformat zu bringen. Und zwar dann mit ganz heutigen Umsetzungsideen und Instrumenten und so weiter. Also Schönberg hatte zum Beispiel häufig ein Harmonium dabei, was einen schrägen Effekt erbrachte. Heute würde man vielleicht eine E-Gitarre nehmen oder irgendwas Neueres. Das wäre so mein Jetzt. Wunderbar. Die letzte Frage nochmal an Herrn Thümler, weil es mich auch persönlich interessiert. Wenn Sie ein Politikprogramm machen dürfen, Sie müssen nicht mit so vielen Menschen abstimmen, was wäre Ihr Jetzt? Also ich würde die Kultur wieder auffahren oder anfahren, also Museen, Galerien, Bibliotheken, Büchereien öffnen und dann sozusagen auch das Musikerleben wieder möglich machen, weil ich finde, dass die Sehnsucht vieler Menschen danach, dass sie real und nicht am Bildschirm das wahrnehmen, doch sehr ausgeprägt und groß ist. Und weil Sie beim Programm gerade waren, also ich hätte da durchaus ja eine Idee, ne? Also, aber ich darf ja sowieso nie, weil ich da nichts von verstehe, aber ich hätte da von Schubert Helden oder Held der kleinen Leute. Da gibt es ein wunderbares Programm von Graham Johnson für Klavier und Klarinette und drei Sänger. Beziehungsweise, ja, wäre das schon mal ein ganz großes Programm, weil ich glaube, das passt vom Titel her auch, nämlich Held der kleinen Leute, dass man nicht vergisst, dass wir das für Menschen machen, was wir hier machen. Vielen Dank. Ich nehme das als Schlusswort und freue mich, wenn wir uns alle wiedersehen, hoffentlich im Sommer bei den sommerlichen Musiktagen, wenn es heißt Schubert jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.